Sieht witzig aus, oder? Ich glaube, ich bin das erste Mal seit langem mal pünktlich bei der Physiotherapie. Und zudem habe ich heute schon meine ganzen Übungen Runde 1 gemacht. Also ich habe Aufstehübungen gemacht, ich war auf dem Laufband und auf dem Galileo-Brett. Obwohl Galileo-Brett würde ich sagen nicht so zu einer Übung, sondern eher so eine Entspannungsrunde, dass man sich davor hinlegt, die Beine dann auf dieses Rüttelbrett macht und dann erstmal die Beine einmal durchrütteln. Klingt das richtig? Die Beine einmal durchrütteln lassen? Zack, zack. Ey, bin ich gerade von der Physio das Treppenhaus runter und habe schon gemerkt, so, dass irgendwie mein linkes Bein nicht so richtig will und das rechte auch nicht so, weil irgendwie zu viel oder so, ich weiß es gar nicht, weil ich habe heute Morgen auch schon eine ganze Menge gemacht und dann habe ich es aber so hingekriegt, habe aber immer mal gemerkt, so, dass so das Bein irgendwie entweder links oder rechts irgendwie so versackt ist, mach die Tür unten auf, also weil da holt mich dann Mama immer ab und bumm, das Bein versackt und ich falle dahin. Also jetzt nicht schlimm gefallen, sondern einfach so, dass ich das so mit den Händen noch irgendwie abfangen konnte, aber schon so auf dem Boden. Also allein wäre ich nicht mehr hochgekommen, sagen wir das mal so. Und wie das in Frohnau so ist, kommen sofort zwei Frauen an und helfen mir. Also es kommt immer jemand und hilft dir. Würde ich fast drauf wetten, dass das hier so ist. Und wenn man irgendwo anders wäre, glaube ich, wäre da so eine Hilfsbereitschaft nicht immer so gegeben. Und in Frohnau ist das manchmal noch, oder was heißt manchmal, in Frohnau funktioniert sowas einfach noch. Und die waren super freundlich und haben mir dann noch geholfen, als Mutti denn da war, da mit ins Auto zu kommen und so. Und jetzt sitze ich hier. Und jetzt mache ich erstmal gleich eine Stunde Pause oder so und lass mal die Beine so ein bisschen baumeln, damit ich heute noch weiter trainieren kann. So, das zweite Frühstück. Jetzt habe ich gerade noch ein Interview mit der Taz gehabt. Und gerade während ich mit euch hier so rede, kommt mein Fuddy rein. Und mit dem gehe ich jetzt laufen und Autofahren üben. Und du hast mir gerade meine Lampen von dem Auto erneuert, wa? Tja, das ist die Glühbirne von der Bremsleuchte. Oh. Läuft wieder.